100 Jahre Wissen. 100 Jahre und dynamischer als je zuvor. Wie soll das gehen? 100 Jahre und immer noch dynamisch? Das wollen wir uns heute doch etwas genauer ansehen. Also, wie sieht denn dynamische Wissensvermittlung aus? Wie sieht eine dynamische Bildungseinrichtung aus? Dazu sollten wir einmal zurückblicken. Eben 100 Jahre. Als sich Vorarlberg von einem Agrarland zu einem Land der Textilindustrie entwickelt hatte. In diesem Umfeld entschied sich das Land Vorarlberg für moderne Wissensvermittlung. Begonnen hat alles unter dem Namen Gewerbeförderungsinstitut. Die Zeiten waren ein bisschen anders. Auf derselben Mitteilung wurde zum Beispiel auch der Verkauf von 10 Ziegen und einem Schaf am Dornberner Viehmarkt vermeldet. Es gab noch einen Kaiser und die Menschen waren noch in Schwarz-Weiß. Und so sah der allererste Wifi-Campus aus. Und, vielleicht schon typisch österreichisch, es ging der Gründung eine längere Planungs- und Diskussionsphase voraus. Doch zurück ins Jahr 1912. Das Hauptaugenmerk lag eben auf der modernen Vorarlberger Textilindustrie. Denn es herrschte, ebenfalls ganz modern, Fachkräftemangel. Darüber hinaus gab es bald eine Reihe weiterer Ausbildungen. Wie wäre es zum Beispiel mal mit einem Grillkurs? Wie es heute, 100 Jahre später, mit der Erwachsenenbildung aussieht, dazu begrüßen wir jetzt den Mann, der seit nicht ganz 100 Jahren die Geschichte des Wifis mit begleitet. Institutsleiter Thomas Wachter.